Guten Morgen und herzlich willkommen vom Stuttgarter Börsenpaket. Der DAX tritt am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle, das allerdings nach wie vor auf hohem Niveau. Bei 12.930 Zählern ist also die Marke von 13.000 Punkten nach wie vor in greifbarer Nähe. Liegt auch an guten Vorgaben aus Asien und den USA. Und gestern war der DAX bis auf 12.986 Zähler angeklettert. Klar, ein neues Jahreshoch, jetzt einige Punkte darunter, aber nach wie vor auf hohem Niveau. Für Kauflaune sorgten insbesondere Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China, denn hier könnte es Angaben der US-Regierung mittlerweile sogar schon so weit sein, dass im kommenden Monat beim Gipfeltreffen zwischen den USA und China ein erster Teil eines Handelsabkommens unterzeichnet wird. Schauen wir, ob es letztendlich tatsächlich schon so weit ist, aber das kommt an den Märkten definitiv gut an. Ansonsten im Fokus natürlich ganz klar die FED. Die Sitzung zur Wochenmitte, sicherlich das Wochenhighlight, und die Analysten gehen im Vorfeld davon aus, dass die Leitzinsen um 0,25% gesenkt werden. Frische Impulse gibt es mehr als genug, Zahlenflut auf beiden Seiten des Atlantiks und im Fokus insbesondere natürlich große US-Unternehmen, beispielsweise Alphabet, die Google-Mutter, die gestern Abend Zahlen vorgelegt hat und die Gewinnerwartungen der Analysten aber verfehlt hat. Beyond Meat auch im Fokus. Erstmals ein Quartalsgewinn in der Geschichte des noch jungen Unternehmens. Das kam an der Börse eigentlich gut an. Noch dazu wurde die Umsatzprognose erhöht. Aber was auf die Stimmung drückt und die Aktie letztendlich wohl auch ins Minus zieht, ist die Konkurrenzsituation. Denn der vegane Hype, der wird natürlich nicht nur von Beyond Meat bedient. Und dementsprechend hat das Unternehmen schon angekündigt, dass sie zukünftig mehr Rabattaktionen anbieten müssen. Und das wird dann natürlich den Gewinn schmälern. Blicken wir noch auf die deutschen Unternehmen. Und da sticht insbesondere Fresenius hervor. Gute Ergebnisse bei der Fresenius-Familie. Beide Aktien dementsprechend größte Gewinner in der ersten Börsenliga. Aufschläge von roundabout 2%. Wenn wir auf die Wasserstände sonst noch schauen, tut sich aktuell relativ wenig. Eine Feinunze Gold knapp unter der Marke von 1.500 US-Dollar. Die Ölpreise geben etwas ab und am Devisenmarkt eine abwartende Haltung. Hier steht natürlich ganz klar die Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed morgen im Fokus. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.